Affirmationen aus Ein Kurs in Wundern. Dies ist ein Kurs in Wundern. Es ist ein Pflichtkurs. Nur die Zeit, in der du ihn lernst, steht dir frei. Doch freier Wille bedeutet nicht, dass du den Lehrplan festlegen kannst. Es bedeutet nur, dass du wählen kannst, was du zu einer gegebenen Zeit lernen willst. Dieser Kurs kann daher ganz einfach auf diese Weise zusammengefasst werden. Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Und nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Frieden Gottes. Wunder sind natürlich. Wenn sie nicht geschehen, dann ist etwas fehlgegangen. Durch das Gebet wird Liebe empfangen und durch Wunder wird Liebe ausgedrückt. Wunder sind natürliche Zeichen der Vergebung. Sie sollten Dankbarkeit erwecken, nicht Ehrfurcht. Wunder ehren dich, weil du liebenswert bist. Sie richten deine Wahrnehmung auf die Wahrheit. Dies ist ein Kurs über die Liebe, weil es ein Kurs über dich ist. Jede Heilung ist im Wesentlichen die Befreiung von Angst. Es liegt keine Anstrengung darin, Gottes Willen zu tun, sobald du begreifst, dass es auch dein eigener ist. Nichts und alles können nicht nebeneinander bestehen. An das eine glauben, heißt das andere verleugnen. Angst ist in Wirklichkeit nichts. Liebe ist alles. Das Gebet ist das Medium der Wunder. Erkenntnis kann nicht täuschen, wohl aber die Wahrnehmung. Die Wahrheit ist dein Ausgangspunkt und du musst zu deinem Anfang zurückkehren. Die Ruhe kommt nicht vom Schlafen, sondern vom Erwachen. Jeder lehrt, zwar die ganze Zeit. Also denke daran, dass der Heilige Geist die Antwort ist, nicht die Frage. Eines Geistes zu sein, ist bedeutungsvoll. Eines Körpers zu sein hingegen bedeutungslos. Nicht die Erkenntnis ist Motivation dafür, diesen Kurs zu lernen. Es ist der Frieden. Das Licht greift die Dunkelheit nicht an, aber es leuchtet über sie hinweg. Indem du Freiheit schenkst, wirst du frei sein. Die Reise zu Gott ist lediglich das Wiedererwachen der Erkenntnis dessen, wo du immer und was du ewig bist. Die Stimme des Heiligen Geistes ist so laut, wie deine Bereitschaft zuzuhören. Versuche nicht, die Wahrheit außerhalb von dir zu finden, denn die Wahrheit kann nur in dir sein.
Empfangen heißt annehmen, nicht haben wollen. Jede Minute und jede Sekunde gibt dir eine Gelegenheit, dich zu erlösen. Die Wahrheit wankt nicht. Sie ist immer wahr. Jeder liebevolle Gedanke ist wahr. Nur die Liebe ist stark, weil sie nicht gespalten ist. So wie erschaffen deine Funktion im Himmel ist, so ist deine Funktion auf Erden Heilung. Der Heilige Geist ist das Licht, in dem Christus offenbar wird. Liebe führt immer zur Liebe. Du wirst zuerst vom Frieden träumen und dann zu ihm erwachen. Du wohnst nicht hier, sondern in der Ewigkeit. Also fürchte dich nicht, die liebliche Wahrheit in dir zu schauen. In jeder Sekunde entscheidest du dich zwischen Kreuzigung und Auferstehung, zwischen Ego und dem Heiligen Geist. Wenn du gelernt hast, wie man mit Gott entscheidet, dann werden alle Entscheidungen so leicht und so richtig wie das Atmen. Die Schöpfung ist die natürliche Ausdehnung der vollkommenen Reinheit. Frieden ist die Anerkennung der vollkommenen Reinheit, von der niemand ausgeschlossen ist. Die Wahrheit ringt nicht mit der Unwissenheit und auch die Liebe greift die Angst nicht an. Dieser Kurs ist deswegen so einfach, weil die Wahrheit einfach ist. Wenn Liebe in dir ist, dann hast du kein anderes Bedürfnis, als sie auszudehnen. Sich einfühlen bedeutet nicht, sich im Leiden zu verbinden. Dies ist ein Kurs darüber, wie du dich selbst erkennst. Liebe ist keine Illusion, sie ist eine Tatsache. Deine Aufgabe ist es nicht, nach Liebe zu suchen, sondern einfach alle Schranken in dir selbst zu finden, die du gegen sie aufgebaut hast. Der Weg zur Wahrheit steht offen, also folge ihm. Die Entscheidung, auf diesen Kurs zu hören und ihm zu folgen oder nicht, ist nichts anderes als die Wahl zwischen Wahrheit und Illusion. Liebe ist Freiheit. Und so wie du befreist, so wirst auch du befreit. Die Wahrheit kommt von selbst. Wenn du Frieden empfindest, dann deshalb, weil die Wahrheit zu dir gekommen ist. Friede ist unausweichlich. Wenn eine Situation gänzlich der Wahrheit hingegeben wurde. Jedes Wunder ist das Ende einer Illusion. Der Liebeboten werden sanft ausgesandt und kehren mit Botschaften von Liebe und Sanftheit zurück.
In der Stille finden alle Dinge ihre Antwort. Die Erlösung ist ein Geheimnis, das du nur dir selber vorenthalten hast. Das Wunder kehrt leise in den Geist ein, der einen Augenblick lang innehält und still ist. Das Ganze ist in jedem Einzelnen. Vergebung ist dein Frieden, denn hierin liegt das Ende der Trennung. Suche daher nicht außerhalb von dir. Du erblickst nur dich in allem, was du siehst. Die Wahrheit könnte niemals angegriffen werden. Dies ist ein Kurs in Wundern. Der Kurs zielt nicht darauf ab, die Bedeutung der Liebe zu lehren. Denn das ist jenseits dessen, was gelehrt werden kann. Dieser Kurs kann daher ganz einfach auf diese Weise zusammengefasst werden. Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Und nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Frieden Gottes. Danke.